Kommen wir zur Verwaltungshandel, Teil Nummer 16. Und ich hatte Sie gebeten, zum Einstieg in dieses Thema Governance sich diesen Artikel einmal anzuschauen und deswegen auch der rote Balken daneben. Man kann da weiter recherchieren an der Stelle. Da gibt es eine ganze Menge Veröffentlichungen zu, die eben genau den Punkt belegen, warum Governance eines der wichtigsten oder aktuellsten Themen im Gesamtkontext von Verwaltungshandeln ist. Ich hatte beim letzten Mal ausgeführt, dass man auch diesem, ich sag mal, sehr streng betriebswirtschaftlich ausgerichteten Ideen aus der Privatwirtschaft etwas entgegenhalten wollte oder weiterentwickeln wollte. Und das ist dieses Thema Governance. Und dieser Artikel oder auch die Recherchen, die man da anstellen kann, die zeigen einfach, wie bedeutsam so ein Thema wie Governance ist. Es ist wirklich ein ganz umfangreiches Thema, was sich auch nicht ganz so einfach definieren lässt. Was wir hier sehen, ist natürlich eine Verquickung von persönlichen Interessen und politischem Einfluss. Das muss man ganz klar sehen. Das Ganze ist ganz schwer nachweisbar. Es ist auch unklar, und das ist so der entscheidende Punkt, seine Frau hat ja, oder die Frau von Herrn Feldmann hat ja eine wichtige Position bei der AWO eingenommen. Wenn man da rumrecherchiert, findet man raus, dass sie auch eigentlich für ihre Besoldung und Vergütung, die sie da bekommt bei der AWO, die formalen Qualifikationsvoraussetzungen gar nicht erfüllt. Das ist so ein Punkt, der schon mal ganz komisch ist. Dann geht es um Dienstwagenregelungen, die ihr nicht zugestanden haben und so weiter. Also verschiedene Aspekte, die aber nicht belegen, dass das jetzt wirkliche Korruption ist. Es könnte nämlich beispielsweise auch einfach nur sein, dass man an der Stelle dass wir an der Stelle die Situation haben, dass Mitarbeiter beispielsweise der AWO einfach nur so vorausschauenden oder vorausleistenden Gehorsam getätigt haben, um sich vielleicht selbst was davon zu versprechen, nämlich mit dem Oberbürgermeister gut befreundet oder gut bekannt zu sein. Und das heißt also, das ist unklar. Also ich will mir da auch gar kein Urteil erlauben, aber was man eben aus dieser gesamten Affäre herausziehen kann, einige Sachen liegen ja auch schon bei der Staatsanwaltschaft, dass da nicht alles mit rechten Dingen mit Sicherheit zugegangen ist. Es kommt hinzu, dass auch so ein Aspekt von Governance, dass oftmals natürlich Dokumente fehlen, Nachweise nicht vorhanden sind oder ähnliches. Das heißt also, es ist ein ganz, ganz schwerer Punkt, Dinge nachzuweisen, in solchen Situationen. Oder es werden Behauptungen aufgestellt, es wird mit Dringlichkeit argumentiert. Und deswegen ist es ganz, ganz schwieriges Thema. Und Governance kann eben einen Beitrag dazu leisten, eben in gewisser Weise zu verpflichten und damit auch eben, sage ich mal, einen Rahmen zu geben, der über oder mit dem geltenden Recht nochmal eine besondere Verpflichtung einhergeht. Und das zeigt sich eben auch in den weiteren Inhalten zu dem gesamten Themenkomplex. Was man aber auch sieht oder wenn man recherchiert hat, die Äußerungen, die Herr Feldmann dort auch teilweise getätigt hat, sind natürlich, das muss man ganz deutlich sagen, Zeugen von ein bisschen Verlieren der Bodenhaftung oder eben so das Gefühl, dass man unantastbar sei, weil er behauptet beispielsweise in diversen ja, Statements, dass er mit der Tätigkeit seiner Frau ja überhaupt nichts zu tun hat, dass er nichts von ihrer Vergütung weiß, weil es ja ihr Geld sei und solche Geschichten. Da sind wir uns doch einig, das mag theoretisch, nur theoretisch möglich sein. Gleichwohl hat er doch als Oberbürgermeister eine besondere Verantwortung. Er ist nämlich ein gewähltes, ja, ein gewählter Stadtvertreter in besonderer Form. Und da darf ich doch die Augen nicht verschließen vor dem, was bei meiner Frau passiert. Also das ist dieses Thema Macht korrumpiert. Also, das soll der Einstieg sein, wie gesagt, ganz interessante Geschichte und zeigt eben auch, wie wichtig Governance-Regelungen sind, zeigt aber auch, ja, dass welche Bedeutung auch die Presse wieder im politischen System hat, nämlich ohne solche Presseberichte würden solche Entwicklungen ja gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und deswegen ist es so wichtig, wieder, wenn wir ans politische System denken, diese Bedeutung der Presse in diesem Kontext. Genau, gehen wir einen Schritt weiter und klären zunächst mal auf, was eigentlich mit dem Thema
Governance beziehungsweise Public Corporate Governance gemeint ist. Public sagt der Name ja schon. Es geht also um das Thema Öffentlichkeit oder öffentliche Verwaltung in dem ganz konkreten Kontext. Denn Governance gilt genauso oder gibt es genauso in der privaten Wirtschaft. Allerdings muss man dort sagen, eben mit ein paar anderen Facetten. Und woran das liegt, das sehen wir jetzt gleich, oder den Bedarf dafür, den sehen wir jetzt gleich, nämlich daran, dass wir die Situation haben, zum Beispiel auf kommunaler Ebene, dass wir 50% der Beschäftigten in Unternehmen, also in öffentlichen Unternehmen arbeiten, in denen auch rund 50% der Investitionen getätigt werden, also beispielsweise so ein Bauhof als GmbH. Und 60% der kommunalen Verschuldung lastet auf öffentlichen Unternehmen. Was öffentliche Unternehmen sind, das haben wir natürlich schon behandelt. Das sollten Sie entsprechend wissen aus dieser Vorlesung. Weiterer Aspekt ist, es geht grundsätzlich um die Regeln für die Steuerung, also die Steuerung der öffentlichen Unternehmen vor allen Dingen und um Regeln der Zusammenarbeit mit dem Stadtrat beispielsweise. Was ist dann natürlich fast logischerweise schon Gegenstand dieser Regelungen, nämlich Qualitätsmerkmale, Fragen der Wirtschaftlichkeit, Fragen der Nachhaltigkeit und was alles in diesem gesamten Kontext dazugehört. Das ist erstmal grundsätzlich der Inhalt. Es gibt einen Public Corporate Governance Codex, den sehen wir auch gleich auf einer der folgenden Seiten und da sage ich dann noch einiges zu. Und da sind eben grundsätzliche Sätze enthalten, also die geben quasi Grundsätze vor, wie Regelungen aussehen sollen. Es gibt entsprechende Leitlinien und im Detail geht es vor allen Dingen darum, eben Ziele, Verantwortlichkeiten, Instrumente, Prozesse zu definieren. Und damit ist dieser Public Corporate Governance Codex eben die Rahmengebung für, sag ich mal, alle Regelungen, die hier in der öffentlichen Verwaltung zum Tragen kommen und eben auch damit das Verwaltungshandeln ganz stark beeinflussen. So, es geht im Wesentlichen nicht nur um die Steuerung von Beteiligungen, also Regelungen für die entsprechende Gebietskörperschaft, also meistens oder oftmals eine Kommune, ein Landkreis. Wir haben eben diese Regelungen beziehen sich immer auf die Beziehung zwischen der Körperschaft und den Unternehmen oder dem Unternehmen. Und es geht eben um Regeln für das Unternehmen. Und damit diese Ausführungen nicht zu theoretisch bleiben, hier ein kleines Beispiel mal formuliert. Also das kommunale Eigentum dient den Bürgern der Stadt, das ist die Regelung für die Gebietskörperschaft. Das Unternehmen wird verpflichtet, den Lebensraum der Einwohner lebenswert zu gestalten. Ich glaube, das würden auch alle politischen Parteien unterschreiben. Und eine konkrete Regelung, zum Beispiel für so ein Unternehmen, was sich mit Stadtgrün beschäftigt, könnte jetzt bedeuten, die Spielplätze werden mindestens zweimal in der Woche kontrolliert. Das ist jetzt eine ganz einfache Formulierung, aber so wird es etwas plastischer. Und das ist auch der Übergang zu dem vierten Punkt hier auf der Folie, nämlich steht das Ganze im Widerspruch zu geltenden Standards oder geltenden rechtlichen Vorgaben. Und da muss man ganz klar sagen, nein. Recht bleibt natürlich Recht, bleibt Recht sozusagen. Und das kann man hier an der Formulierung auch schon ein Stück weit erkennen. Das, was hier steht, ist ja eine Konkretisierung für das Unternehmen innerhalb gesetzlicher Vorgaben. Ja? Das heißt also, Recht bleibt Recht, das muss man ganz klar feststellen. Allerdings gibt es natürlich Schnittmengen. So beispielsweise das Thema, Sie haben ja Vergaberecht bei Herrn Obermüller, da ist es so, wir haben natürlich strenge Regelungen oder fast zu strenge vielleicht für öffentliche Vergaben, die auch mit Europarecht korrespondieren. Und jetzt können wir nicht in so eine Corporate Governance Richtlinie reinschreiben, dass die Stadtverwaltung oder ein Unternehmen der Stadtverwaltung einer Kommune jetzt nur lokale Anbieter bei Auftragsvergaben bevorzugt. Das ist natürlich widerspräche geltendem Recht. Und hier ist es natürlich dann so, dass natürlich das Recht bindend ist und solche Regelungen entsprechend eben gar nicht aufgenommen werden dürfen. Aber was sind konkrete weitere Beispiele, ne, die man finden kann
im Rahmen vom geltenden Recht oder, sage ich mal, an Schnittmengen, sind Fragen von Gender, von Migration, Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Menschen mit Handicap und so weiter. Das Thema Menschen mit Handicap ist auch wieder gesetzlich normiert. Es gibt eine Ausgleichsabgabe, wenn ich beispielsweise keine Schwerbehinderten oder eine Quote von Schwerbehinderten in meinem Betrieb nicht erfülle. Aber das Thema Gender ist auch so eine Frage, die man dann ja nicht ganz so einfach umsetzen kann, weil sie dürfen ja niemanden wegen seines Geschlechts diskriminieren. Das heißt, in meine Corporate Governance Richtlinie kann ich auch nicht reinschreiben, es dürfen nur so und so viel oder es müssen so und so viel, sagen wir mal, Frauen beschäftigt werden. Das ist natürlich nicht tragbar, weil dann würde ich wieder Männer diskriminieren. Es heißt also, Recht bleibt Recht, aber es gibt so gewisse Bereiche, wo man, ja, wo es in Grauzonen übergeht, so möchte ich es mal sagen. Aber jedenfalls aus meiner Perspektive ist das an sich jetzt auch kein Problem, weil in der Praxis geht es wirklich hier, wie in dem Beispiel geschildert, um allgemeine Regelungen und weniger um so Spezialregelungen wie Gender oder Migration oder wie auch immer. So, was ist die Chance daran? Naja, die Politik verpflichtet sich zum einen an vereinbarten Grundsätzen festzuhalten und das Gemeinwohl kann eben zum Ausdruck gebracht werden. Das heißt also, ich kann solche Rahmenrichtlinien wunderbar einsetzen, um politischen Willen natürlich auch auf die Betriebe der öffentlichen Hand zu übertragen. Und deswegen sehen das die Rechnungshöfe, die eine wichtige Rolle spielen, durchaus positiv. Das muss man ganz klar sagen. Die sagen natürlich, naja, wenn den Unternehmen dort klare Richtlinien gesetzt werden, dann ist auch klar, dass der politische Wille für den Bürger auch entsprechend Ausdruck, ja, ausgedrückt werden kann in der Praxis dann. Es gibt aber auch Risiken und Kosten und natürlich gerade Wirtschaftsprüfungsgesellschaften fordern oder propagieren natürlich diese Public Corporate Governance. Warum? Weil es einer prüfen muss und dann sind sie im Spiel. Das heißt, die haben natürlich ein hohes Eigeninteresse. Und deswegen ist der oberste Leitsatz, den man da wieder nehmen kann, das gilt aber für viele andere Managementinstrumente auch, oder eigentlich alle Managementinstrumente, die Wirtschaftlichkeit der gesamten Vorhaben muss gegeben sein. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, wenn das natürlich allgemein formuliert ist, ja, dann ist es kaum überprüfbar. Hier oben in dem Beispiel haben wir gesehen, die Spielplätze werden zweimal in der Woche kontrolliert, um sicherzugehen, dass der Lebensraum der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt schön ist und lebenswert ist. Das bedeutet, hier kann ich es messen. Ne? Also zweimal pro Woche kontrollieren, das kann ich messen. Das heißt, allgemeine Floskeln, die kann ich mir auch ersparen. Ja? Dann bringt es nichts, wenn ich nicht überprüfen kann. So. Sie sollten dann sich mal bis zum nächsten Mal löse ich das dann auf hier, diesen Public Corporate Governance Musterkodex mal anschauen. Da gehe ich dann beim nächsten Mal drauf ein. Und der ist eben wirklich wichtig, weil da wirklich vieles drinsteht, was dort in der Praxis auch von Bedeutung ist und was man da auch verfolgen sollte. Dementsprechend gehen wir mal auf die Lernkontrolle 10. Auch die sollten Sie sich bis zum nächsten Mal anschauen. Und dementsprechend gehe ich jetzt hier weiter und wir gucken mal auf so, ja, Reformpfade ist vielleicht schon fast zu wenig gesagt. Was gibt es denn alles noch in Niedersachsen? So würde ich es mal ausdrücken. Und wir haben einmal dieses Thema Care, nämlich Chance auf Rückkehr ermöglichen. Auch das ist so ein Punkt von Organisation und Organisationsentwicklung. Und es geht eben darum, das sehen Sie auf der rechten Seite, dass man eben ja unterstützende Gesundheitsleistungen etabliert. So müsste man es eigentlich schreiben. Oben steht zwar Chance auf Rückkehr ermöglichen, aber es geht auch darum, eben präventiv zu wirken. Also grundsätzlich ist also das Thema Fallmanagement. Das heißt, es geht um den einzelnen Fall, ob eine ganz spezifische Hilfeleistung für den einzelnen Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung in Niedersachsen. Und dieses Angebot richtet sich eben,
über bestimmte Grenzen und Einrichtungsebenen hinweg. Das heißt, dass es jetzt nicht irgendwie ja nur eine Heilbehandlung ist, sondern eben soll alles, was notwendig ist, um den Beschäftigten in der Gesundheits- oder in einer Gesundheitssituation zu unterstützen, möglich machen. Das ist gemeint. Es geht zum einen eben um Prävention. Was ist Prävention? Prävention sind Maßnahmen zur Abwendung von unerwünschten Ereignissen oder Zuständen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen können. Ganz aktuell geht es beispielsweise um Prävention bei psychischen Belastungen aufgrund von Corona-Situationen. Das ist so zum Beispiel so ein Thema. Aber grundsätzlich gehört da zum Beispiel auch zu eben Rückenschule, Yogakurse, Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen oder eben, was bei uns an der Hochschule auch angeboten wird, sind eben einfach psychische Belastungen daraus, dass eben man mit der Lehre nicht mehr klarkommt, beziehungsweise die Interaktion mit Studierenden belastend wird. Sowas gibt es zum Beispiel auch. Also, Gesundheitsförderung heißt grundsätzlich auch mal gesunderhaltende Schutzfaktoren. Eben zum Beispiel das Erlernen des Umgangs mit Stress. Da gibt es dann verschiedene Kurse, die man sich dann nutzen kann. Und die Prävention ist eben dafür gedacht, dass man eben Stress vermeiden kann. Ne? Also zum Beispiel durch Verminderung von Lärm am Arbeitsplatz, durch Umgang mit Stresssituationen in der Lehre beispielsweise und ähnliches. Grundsätzlich, was ist der Hintergrund oder die Motivation dafür? Das Ganze ist ressortübergreifend, das heißt außerhalb der Personalstelle der eigenen Behörde oder Verwaltung. Das heißt also einen zentralen Anlaufpunkt für diese ganzen Thematik. Und es soll natürlich auch die Attraktivität als Arbeitgeber des Landes Niedersachsen steigern. Das ist, glaube ich, auch klar. Denn man macht das natürlich nicht einfach nur so, ja, aus Spaß an der Freude, würde ich es mal ausdrücken. Wie gesagt, da kann man auch selber nochmal nachgoogeln oder beziehungsweise nachlesen an der Stelle. Ist eigentlich von der grundsätzlichen Idee sicherlich ein guter Aspekt, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eine älter werdende ja, Belegschaft grundsätzlich haben und natürlich aufgrund der Schwierigkeiten auch Personal zu gewinnen, natürlich Anreize schaffen sollten, um auch als attraktiver Arbeitgeber wirklich wirken zu können. Das führt uns gleich zum nächsten Thema, Personalmanagement. Da hatten Sie ja, jedenfalls die, die da waren, das auch mitbekommen. Da gibt es ja eine neue Kampagne des Landes Niedersachsen, die wir an dem Tag für IT-Sicherheit in Niedersachsen gesehen haben, wo die Frau Kranz unter anderem auch am Stand stand. Passt ja. Und da wurde eben unheimlich viel gemacht im Sinne von Arbeitgeber. Land Niedersachsen, auch das ist dann ressortübergreifend. Das sehen Sie ja auch daran, dass Frau Kranz beispielsweise alle Stipendien dann verwaltet und dann eben den einzelnen Ressorts oder Behörden zuweist oder ja, ordnet. Und die Website kennen Sie wahrscheinlich ohnehin schon. Dann gibt es einen Personalstrukturbericht. Da haben Sie unten mal einen Teil draus. Ja, als Screenshot hier gesehen, also beispielsweise sehen wir hier das Durchschnittsalter hier in der Steuerverwaltung, aber das ist keine ganz aktuellen Zahlen mehr, eben von 48 Jahren Durchschnittsalter, Baumanagement 51, Hochschulen 42. Also da geht es bei dem Personalstrukturbericht um Struktur, Qualifikation, Alter und was weiß ich nicht alles. Und das heißt, dieser Personalstrukturbericht wird entsprechend aufbereitet und soll eben auch ein Personalkonzept sein zur Demografiesicherheit. Ich lache mich da mal ein bisschen tot, deswegen steht da auch ein Fragezeichen dahinter. Ich weiß nicht, was da demografiesicher dran sein soll bei diesem Personalstrukturbericht. Das ist eigentlich nur eine Aufbereitung von entsprechenden Daten. Aber demografiesicher ist das nicht. Wir sehen das auch jeden Tag wieder. Also zum einen sehen Sie es ja daran oder sehen wir es daran, dass wenn wir gerade professorale Stellen ausschreiben, dass wir ganz wenig Bewerbungen erhalten und dass mir da ein Personalstrukturbericht bei hilft, das ist mir irgendwie unklar, ehrlich gesagt.
Also von Demografiesicherheit zu sprechen, ist sicherlich eher ein Marketing-Gag, so wie es mal ausdrückt. So, dann haben wir ein weiteres großes Thema, was auch schon auf 2005 zurückreicht, was aber Wirkung bis heute entfaltet und deswegen ist es hier adressiert. Das ist dieses leistungsorientierte, oder das Projekt Lohn, leistungsorientierte Haushaltswirtschaft in Niedersachsen. Das greift alles auf, was wir in dem Kontext vom neuen Steuerungsmodell schon erarbeitet haben. Und da sehen Sie auch hier unten Haushaltsnot, wieder das gesamte Thema Motivation zu der damaligen Zeit, Geld einsparen, hier Budgetierung, Globalisierung, Flexibilisierung. Auch die Themen hatten wir schon angesprochen. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen, weil das jetzt quasi ja umgesetzt ist oder wir es an vielen Stellen in der öffentlichen Verwaltung in Niedersachsen einfach auch sehen. So. Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln soll eben erfolgen nach Ergebnissen des Verwaltungshandels. Das habe ich schon angesprochen, dieses Thema eben der Produkte. Und wir hatten ja einen kurzen Blick in diesen Produktkatalog schon reingeworfen. Und es geht eben um die Zusammenführung von Fachpersonal und Ressourcenverantwortung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir auf der Folgefolie auch nochmal sehen. Das muss man sich einfach merken, Fachpersonal und Ressourcenverantwortung. Die, die fachlich verantwortlich sind, sollten auch die Personalverantwortung haben und auch die Ressourcenverantwortung, beispielsweise im Sinne der Finanzmittel. So, Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung, darum ging es eigentlich immer, dass wir hier eine, ja, das November- oder Dezemberfieber eben verhindern. Das bedeutet also, dass die Haushaltsmittel, die mir für ein Jahr bereitgestellt worden sind oder werden, da wir ja die Jährlichkeit des Haushaltsjahres haben, das lernen Sie auch nochmal, ich glaube im sechsten Semester bei, im Thema Kameralistik bei dem guten Herrn Obermöller. Also Haushaltsjährlichkeit bedeutet, die Mittel werden immer für ein Jahr bereitgestellt und vor diesen Reformen führte das einfach dazu, dass wenn ich am Ende des Jahres noch Geld hatte, ich dieses Geld einfach ausgegeben habe. Weil eine Übertragbarkeit der Mittel zwischen Haushaltsjahren nicht möglich war, das wurde ermöglicht und führt wirklich, das muss man jetzt, oder das sagen auch alle Untersuchungen, führte wirklich zu einem wirtschaftlicheren Verwaltungshandeln, weil nicht einfach stumpf Geld ausgegeben wurde. Und hier, ich habe es schon gesagt, hier unten sehen Sie eben die Elemente des neuen Steuerungsmodells versteckt auch in diesem Konzept für Niedersachsen. Und insofern sieht man da auch wieder die Verbindung. So. Gehen wir zunächst mal auf die Fragestellung Fachpersonal- und Ressourcenverantwortung ein. Und hier habe ich mal das Landesamt für Steuern, das Organigramm mal mit dargestellt. Und was wir ja sehen, ist hier diese klassische Aufbauorganisation, Einlinienprinzip hier mit, oder ja, Einlinienprinzip hier mit den entsprechenden Bereichen und Abteilungen. Wie sich das Ganze strukturiert, sehen wir im nächsten Semester in der Vorlesung Verwaltungs- Organisation. Wir sehen eben immer hier eine fachliche Orientierung, hier Wirtschaft, hier öffentlicher Sektor, Landwirtschaft, dort Bevölkerung und hier eine Verwaltungsabteilung der Abteilung 1. So, was bedeutet jetzt also Fach, Personal- und Ressourcenverantwortung? Dass wir eben eine Fachverantwortung auf Ebene der Dezernate, Personalverantwortung eben gegebenenfalls auf der Ebene hier irgendwo im Bereich Personal haben. Und die Ressourcenverantwortung eben typischerweise im Bereich Finanzen liegt. Das heißt, hier könnte man auch ablesen, der Bereich ist für die Fachlichkeit Wirtschaft zuständig. Hier Dezernat 11 ist für das Thema Personal zuständig. Und dann haben wir hier das Thema Finanzen. Wo kann sich das hier verstecken? Ach ja, ist hier mit drin in Dezernat 11. Also jedenfalls kann das Ganze hier eben auseinanderfallen. Und so ist eben der klassische Aufbau auch in der ja, herkömmlichen Verwaltung, so möchte ich es mal nennen. Also, Personalamt trägt zum Beispiel in einer Kommunalverwaltung dann wieder die Verantwortung für Personal, die Finanzverwaltung für Finanzmittel und dann natürlich die dezentralen Fachbereichen nur die Fachverantwortung. Und das Ziel muss natürlich sein, dass der, der fachlich Ahnung hat, auch die Ressourcen hat, damit er die Ressourcen möglichst zielführend einsetzen kann. Und das ist eben gemeint mit der Integration von Fach-, Ressourcen- und Personalverantwortung, also diese Verbindung entsprechend herzustellen.
Um das aber erreichen zu können, brauche ich wieder eine Steuerung der Einheiten. Nämlich, ich muss ja dann überprüfen, ob diese Integration der Fachpersonal-Ressourcenverantwortung zu einem wirtschaftlichen Verwaltungshandeln führt. Dafür brauche ich wieder dieses Thema Kontrakte, Berichte, Produkte, Produktleistung, Produktergebnisse, Controlling-Instrumente, wenn wir über Wirkung insbesondere nachdenken, oder eben auch die Kosten- und Leistungsrechnung, die wir im nächsten Semester behandeln, um eben Leistungen und Kosten auch messen und ermitteln zu können. Vorteile liegen auf der Hand, deswegen ist die Integration oder die Zusammenführung von Fachpersonal und Ressourcenverantwortung immer von Nutzen, nämlich klare Verantwortlichkeiten und die Unterstützung von effizienten und effektiven Ressourceneinsatz. Darum geht es hier. Und wie würde denn, wenn man mal im Vergleich dazu auch einen Unternehmer sieht, das Ganze behandeln? Der würde es natürlich genauso behandeln, beziehungsweise er handelt so. Er hat nämlich das große Thema in der Hand, weil ihm nämlich der Laden gehört. Der hat eine Zusammenführung von Fach, Personal und Ressourcenverantwortung, weil ihm der Laden gehört und er darüber allein entscheiden kann, wen er einstellt, wen er rausschmeißt oder wie auch immer. So, dann mal kurz auch auf diese Inhalte dieses Konzeptes Lohn oder dieses eigentlich umgesetzten Projektes Lohn mal geschaut. Das sehen wir hier, das ist auch ein Ausschnitt aus diesem Konzept im Original. Sie sehen auch hier in der Mitte wieder diesen Begriff des neuen Steuerungsmodells. Und für das Land Niedersachsen ging es eben um Produkte, Budgetierung, Zielvereinbarung, Kosten- und Leistungsrechnung, Kostenrechnung, Leistungsrechnung hier getrennt, Kennzahlen, Berichtswesen, Benchmarking. Auch darüber habe ich schon einige Worte bei der allgemeinen Erläuterung des neuen Steuerungsmodells verloren. Was ich mit den entsprechenden 2.2 Produktbildungen meint, da ging es natürlich um Leistungsversprechen der Exekutive gegenüber der Legislative, eben in Form von Produkten mit entsprechenden Zielvereinbarungen, Zielplanungen und so weiter. Das Konzept trägt bis heute. Wir werden das auch auf einer der Folgefolien mal am Beispiel der Hochschule uns auch betrachten können. Also Produkte, Leistungsversprechen haben wir auch in der öffentlichen Verwaltung in Niedersachsen. Zweiter Punkt, Budgetierung. Es ging eben um oder geht um Budgetierung von Produkten oder eben auch Organisationseinheiten, um eben auch Ziele dezentral umsetzen zu können, Entlastung der Führung, Motivation der jeweiligen Behörden voranzutreiben. Und auch das hat sich im Wesentlichen durchgesetzt, denn wir haben in vielen, auch bei Ihnen, in Ihren Landesbehörden beispielsweise oder auch auf der kommunalen Ebene, meistens Budgets für Fachbereiche, Budgets für teilweise gesamte Organisationseinheiten, also beispielsweise ein Globalbudget, beispielsweise für die Hochschule, wo Sie dann entscheiden können, wie Sie die Mittel auch entsprechend einsetzen. Das ist natürlich absolut sinnvoll. Ausgenommen sind dort in der Regel ja, die Möglichkeit, Personal einfach so einzustellen, weil das eben zu Folgekosten führt, die sonst nicht beherrschbar wären. Aber da reden wir auch im nächsten Semester drüber, wenn wir den Begriff Stellenplan einfach mal klären. So, dann das Thema eben Zielvereinbarung. Also, es sollen eben keine Einzelfallentscheidungen mehr durchgeführt werden müssen, also durch die Politik, sondern das Ziel definiert werden, über die dann auch geführt wird. Da ist wieder die Frage der Messbarkeit und der Sinnhaftigkeit der Ziele. Und wenn Sie die mal unter oder wenn Sie die mal entgegen oder nebeneinander halten, die Ziele beispielsweise in einem privaten Unternehmen und in einer öffentlichen Verwaltung, dann werden Sie große Unterschiede erkennen. Und viele dieser Ziele oder Zielvereinbarungen, naja, sind vielleicht ja wenig ambitioniert. Das ist teilweise eben das Problem. Oder auch die Sinnhaftigkeit mancher Ziele sehen wir an einem Beispiel gleich in der Folge. Da kann man durchaus drüber schreiben. Aber auch das Thema hat sich durchgesetzt. Das finden Sie überall in der öffentlichen Verwaltung in Niedersachsen. Dann das Thema Kosten- und Leistungsrechnung. Ich habe es gesagt, wir haben das Thema als Teil der Rechnungswesen-Vorlesung im nächsten Semester. Und hier geht es um Zuordnung der Kosten und Leistungen zu entsprechenden Produkten.
Und damit ist es auch eine Kalkulationsgrundlage für die Budgets und eben zur Steuerung der Wirtschaftlichkeit oder auch Transparenz über den Status der Wirtschaftlichkeit in den jeweiligen Behörden. Wir haben diese Vorlesung oder den Vorlesungsteil des Bereichs Rechnungswesen zusammen mit der Wirtschaftsinformatik. Das lässt sich leider aktuell nicht anders gestalten. Wir unterscheiden allerdings zwischen externem Rechnungswesen, also der Buchführung. Da sind sie nicht zusammen mit der mit der Wirtschaftsinformatik, weil dort so viele Besonderheiten ins Spiel kommen, dass wir die Vorlesung getrennt haben voneinander. Aber man sieht auch hier, Kosten- und Leistungsrechnung steht auch, Paragraph 7 der Landeshaushaltsordnung ist in geeigneten Bereichen einzuführen, deswegen stellt sich die Frage nicht. Kennzahlen, auch Kennzahlen haben wir in vielen Bereichen. Da gibt es sogenannte Fachziele oder Qualitätsziele oder politische Ziele, die eben auch die Kosten- und Leistungsrechnungsdaten ergänzen. Sowas gibt es zum Beispiel eben in Kindertagesstätten, über die Sprachkompetenz der Kinder wird da berichtet, vor und nach einem Kita-Besuch. Also wir haben diese Kennzahlen an ganz vielen Stellen in der Verwaltung, bei der Hochschule natürlich irgendwelche Kennzahlen mit Abbrecherquote. Ja, ist doch so eine klassische Kennzahl. Wenn die Abbrecherquoten hoch sind, dann hat der Staat relativ viel Geld investiert und trotzdem sind die hinterher nicht in der Lage sozusagen gewesen, diese Kennzahlen dann wirklich auch zu bedienen sozusagen. So, dann haben wir das Berichtswesen. Auch darüber reden wir im Teil Controlling im nächsten Semester. Hier geht es einmal um die organisatorische Ausrichtung, nämlich als Rechenschaftspflicht der Organisationseinheiten gegenüber dem Parlament oder auch den einzelnen Stadträten in einer Kommune. Und dann haben wir eine technische Dimension, nämlich wie werden die Informationen aufbereitet, in welcher Form. Und allein das Thema Berichtswesen, das werden Sie im Teil Controlling dann in der Vorlesung sehen, ist ein absolut umfangreiches, wenn man das wirklich ernsthaft und gut und sinnvoll betreiben möchte. Über Benchmarking hatte ich auch schon ein paar Sachen und ein paar Worte verloren. Es geht eben gerade um Vergleiche mit privaten, aber eben auch im Kern um Vergleiche mit anderen öffentlichen Einrichtungen. Das ist hier so der Grundgedanke und dementsprechend hier immer diese Idee der Vergleichbarkeit. Aber das muss ich ganz deutlich sagen, mir ist kein einziges wirkliches erfolgreiches Benchmarking-Projekt bekannt, wo ich sagen würde, oh, das ist aber toll gelaufen. Da hat die Verwaltung so viel von einem Privaten gelernt. Ich kenne wirklich keins. So, jetzt schauen wir mal auf eine Zielvereinbarung für Hochschulen. Ja? Und jetzt sehen wir hier Folgendes. Man weiß aus der Managementlehre, dass Ziele natürlich dazu führen, dass Handeln erzeugt wird. Ja? Also es ist auch bei Ihnen genauso, wenn Ihre Eltern Ihnen sagen, wenn du den Studienabschluss in Regelstudienzeit schaffst, dann kriegst du von uns ein Auto geschenkt. Dann werden sie sich besonders anstrengen, ja, um in der Regelstudienzeit zu bleiben. Und sie gehen dann über Leichen, ja, weil sie das Auto vor der Nase haben und bescheißen dann in den Vorlesungen, in den Klausuren, um das Auto auf jeden Fall abzugreifen sozusagen. Also Ziele erzeugen Verhalten. So. Und hier sieht man eben auch eine Quote, ja, in Prozent von 100 soll es hier sein, wie das gewisse Sachen gewichtet sind. Und hier haben wir eben mit Regelstudienzeit gewichtete Absolventen. Ja? Also das heißt, hier ist die Anzahl der gewichteten Absolventen geteilt durch die Gesamtanzahl über Niedersachsen. Das heißt also, das Ziel ist, dass die Studierenden eben in der Regelstudienzeit bleiben. Ja. Wozu führt das? Naja, das führt dazu, dass man vielleicht ja, die Anforderungen nicht ganz so hochschraubt, weil, naja, wenn wir hohe Abbrecherquoten oder hohe Quoten derer haben, die nicht in Regelstudienzeit bleiben, dann wird uns Geld weggenommen. Und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist so. Ja? Also dieses Verhalten gibt es an vielen Stellen. Es wird ganz streng darauf geachtet, was diese Abbrecherquoten machen. Und dementsprechend sorgt das einfach dafür, dass die Qualität sinkt. Das muss man ganz deutlich so sagen.
andere Sachen hier, eingeschriebene Studienanfänger. Ja, ist auch so eine tolle Geschichte. Wozu führt das? Naja, das zum Beispiel, das kann man in verschiedenen Bundesländern beobachten, dass eine Hochschule auf einmal Radiowerbung macht im Bundesland, um für sich zu werben. Was damit passiert ist, dass mit staatlich finanzierten Werbegeldern anderen Hochschulen die entsprechenden Bewerber abgejagt werden. Das kann nicht im Sinne des Steuerzahlers sein. Und das sieht man jetzt eben anhand verschiedener Aspekte. Deswegen war ich so kritisch, diese Zielvereinbarung und auch die darin enthaltenen Ziele, ob die so sinnvoll sind. Also ich würde mal behaupten, das sind sie ganz oft nicht. Ja? Auch das Thema Bildungsausländer, die können sich doch nicht selber backen, sozusagen, als Hochschule. Und da kann man eben auch erkennen, wie herausfordernd das gesamte Milieu, möchte ich mal sagen, tatsächlich ist. Genau, gehen wir mal weiter, beziehungsweise kommen wir fast zum Abschluss. Welche Reformpfade haben wir denn, wenn wir auch nochmal auf die kommunale Ebene schauen? Wir haben eben die Besonderheit, die ich angesprochen habe, dass wir auf der kommunalen Ebene die kaufmännische Buchführung als verpflichtendes Instrument haben, auf der Landesebene eben nicht. Und gleichzeitig aber die kameralen Anforderungen trotzdem noch existieren. Das heißt, die Kommunen sind ein bisschen immer die Gearschten, auf gut Deutsch gesagt, weil sie eben beide Anforderungen erfüllen müssen. Und die Grundlage dafür ist auch das Kommunalverfassungsgesetz. Da will ich jetzt aber auch gar nicht drauf eingehen oder muss gar nicht drauf eingehen. Und wir haben eben hier den Produkt- und Kontenrahmen, da haben wir kurz reingeschaut, der eben beim Landesamt für Statistik geführt wird. Dort kann man den auch auf der Website finden. Und ich hatte es auch schon betont, es gibt hier einfach föderale Unterschiede, selbst schon beim Produktrahmen zwischen den unterschiedlichen Bundesländern, weil das natürlich wieder Landesrecht ist. Aus naheliegenden Gründen kann man da natürlich auch gleich zu sagen. So, dann haben wir diese Haushaltskonform im Zeitablauf. Was ist damit gemeint? Das Ganze fing so 2006 an und sollte enden mit einem konsolidierten Gesamtabschluss. Damit ist gemeint, dass wir alle öffentlichen Unternehmen auch mit konsolidieren in einem Gesamtergebnis der Kommune. Aber auch da sind viele Kommunen jedenfalls immer noch nicht am Ende und ja, tun sich immer noch schwer im Umgang mit dieser kaufmännischen Buchführung. Das war schon ausgeführt worden von mir gerade, nämlich der konsolidierte Gesamtabschluss heißt eben auch die Angehörigen Unternehmen und Einrichtungen in ein Gesamtergebnis zu überführen, was natürlich sau schwierig ist, um es mal ganz plastisch auszudrücken. Warum? Weil wenn Sie beispielsweise ein Krankenhaus betreiben, dann gibt es dort wieder spezielle Buchführungsvorschriften, damit eben die Förderung durch die Krankenkassen erfolgen kann. Und das heißt, das einfach mal zusammenzuführen mit den Anforderungen an ein Grünflächenamt in Form einer GmbH, die sind natürlich völlig unterschiedlich, die Kontenpläne sind völlig unterschiedlich. Deswegen ist konsolidierter Gesamtabschluss wirklich kein Spaß. Das ist extremer Aufwand. Und jetzt kommt ja wieder der Punkt hinzu, da hören Sie meine Skepsis auch gleich wieder raus. Ob das wirklich zu einer besseren Steuerung der Politik führt, das halte ich eigentlich für nahezu ausgeschlossen. Und da muss man sich wieder die Frage stellen, warum macht man das Ganze? Es gibt aber umfangreiche Arbeitshilfen und Arbeitshinweise dazu. Insofern muss man hier auch einfach mal konstatieren, dass das Ganze entsprechend dann auch ja, unterstützt wird seitens des SMI. Da finden Sie auf der Homepage auch entsprechende Unterlagen. Genau. Dann, wie sollte eine leistungsfähige Verwaltung ausgestaltet werden? Auch das würde ich Sie bitten, dass Sie das sich bis zum nächsten Mal anschauen. Da gehe ich dann im letzten Video drauf ein. Und jetzt nochmal ein ganz kurzer Punkt nur zu der IT-Organisation in den Bundesländern. Wir kommen da auch nochmal drauf zu sprechen im Rahmen eines entsprechenden Teils im E-Government, in der E-Government-Vorlesung, die wir dann haben. Und wir haben immer so an der Spitze der Länder einen CIO, also Chief Information Officer, der aber auch, das ist hier nicht aktueller Ausschnitt, immer unterschiedlich organisiert ist, in welchem Ministerium, mit welchen Handlungsbefugnissen und so weiter. Das heißt, das Ganze ist sehr unterschiedlich ausgestaltet. Genau. Das heißt, ganz klar ist hier beispielsweise, dass der CIO unterschiedliche Kompetenzen hat, dass auch die Verantwortung sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und dass wir eben
zentralisierte IT-Dienstleister ganz oft haben. Hier sieht man das teilweise auch. In Niedersachsen haben wir ja ITN dort an der Spitze sozusagen. Aber es gibt natürlich noch beispielsweise Dataport, wenn wir uns das anschauen, die auch Dienstleistungen für die Landesverwaltung entsprechend erbringen. Genau. Dann noch auch nur ganz kurz auf das Thema Zusammenarbeit oder die Strukturen im IT-Bereich. Welche Besonderheiten weisen die Bundesländer eben auf? Die Länder haben immer die Besonderheit, dass sie als Zwischenglied fungieren, nämlich als Zwischenglied zwischen der Kommune und auch dem Bund am Ende des Tages. Das heißt, sie befinden sich immer in der Mitte und der Austausch, der dort stattfindet, erfolgt meistens über sogenannte Register. Was Register sind und warum es inzwischen ein Registermodernisierungsgesetz gibt, das sehen wir in den Vorlesungen E-Government und digitale Transformation der Verwaltung. So, welche Rolle hat IT Niedersachsen? Die, die da ihr Stipendium haben, sollten das ohnehin wissen. Ist eben der Dienstleister für das gesamte, für die gesamte Landesverwaltung und insbesondere verantwortlich für die Infrastruktur. Ich habe es angesprochen, es gibt aber viele weitere Player, nämlich Dataport, private Anbieter und auf die kommunale Ebene. Da haben wir nämlich auch noch so ein paar besondere, die wir weiter unten sehen. Grundsätzlich die Frage, was ist ein Fachverfahren? Nur mal als Begriff. Ein Fachverfahren ist die IT-Unterstützung für die Beantragung und Durchführung von Leistungen einer Verwaltung. So ganz allgemein kann man es formulieren. Also quasi ein Fachverfahren bildet die Kernleistungen der staatlichen Verwaltung entsprechend ab. So, welche Besonderheiten haben wir in den Kommunen? Grundsätzlich müssen die Kommunen ihre Leistungen in Eigenverantwortung und auch die Systeme entsprechend betreiben. Das haben wir auch schon im Kontext ja, des gesamten Verwaltungsaufbaus besprochen. Wir haben verschiedene spezialisierte oder auch in staatlicher Hand befindliche Dienstleister, zum Beispiel GovConnect, HanIT und viele weitere mehr. Die haben sich jetzt auch teilweise zusammengeschlossen eben. Und wir haben im Weiteren als Dienstleister für die kommunale Ebene ganz viele kleine Spezialanbieter, auf die ich jetzt an dieser Stelle auch nicht eingehen möchte. Genau, was haben wir für Besonderheiten bei Polizei, Justiz und Steuerverwaltung? Also, warum haben diese insbesondere eine eigene IT? Also, wir haben teilweise spezielle Anforderungen, eben bei der Polizei das Thema Cyberkriminalität. Deswegen hier natürlich besondere Anforderungen. Oder wenn Sie an das Thema eben Verfassungsschutz denken, da kann man das auch sehr gut entsprechend nachvollziehen. Weiterer Aspekt ist natürlich, das sollten Sie eben erkennen, Sicherheitsgründe, also Geheimhaltung, bei der Steuer eben auch das Steuergeheimnis, die Polizei, der Verfassungsschutz, ich habe schon gesagt, und entsprechende weitere Hintergründe dazu. Was machen die zentralen IT-Dienstleister eben wie ITN? Die haben den Fokus meistens auf Infrastruktur. Das ist ja auch logisch, weil ich einfach, wenn ich in größeren Mengen beispielsweise einkaufe, habe ich den Vorteil, dass ich Skaleneffekte, Einkaufseffekte, Größenvorteile habe, die entsprechend oder die ich dann entsprechend auch ausnutzen und einsetzen kann. Das ist ja gerade der Vorteil von großen IT-Dienstleistern. So, dann haben wir natürlich gerade bei Justiz das Thema Exekutive versus Judikative. Wir haben die Inhalte herausgearbeitet. Ich habe vom politischen System gesprochen, warum auch die Unabhängigkeit der Judikative so wichtig ist. Sie sehen die aktuellen Diskussionen auch wieder in Polen beispielsweise. Und die Judikative soll sich eben nicht der Exekutive unterwerfen müssen, wenn beispielsweise, nehmen wir das Beispiel ITN. ITN wäre jetzt der Dienstleister des Landes, ist er ja auch. Und jetzt müsste die Judikative, also die Gerichte, müssten jetzt ihre Leistung bei ITN einkaufen. Ja, dann könnte natürlich zum einen die Daten schön genutzt werden seitens der Politik oder ITN könnte die Judikative erpressen und so weiter und so weiter, im Auftrag der Regierung beispielsweise. Deswegen ist es getrennt. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, das ist staatsrechtlich sicherlich alles richtig, aber was wir da an Geld aus dem Fenster werfen, beziehungsweise Ressourcen, ja, Skaleneffekte nicht nutzen, das ist schon erheblich. Führt auch aber auch unabhängig davon mal
Auch die Hochschulen haben ihre eigene IT. Auch da frage ich mich schon, warum das so sein muss. Dann haben wir natürlich bei der Steuer auch, und das wissen alle, die ein Stipendium beim Landesamt der Steuern haben, wir haben dieses Riesenprogramm Konsens, also wozu eben auch unsere elektronische Steuererklärung Elster gehört. Und das sind bundeseinheitliche Lösungen, ja, weil das ist nämlich Aufgabe des Bundes, die das Ganze eben in die Landesverwaltung delegieren. Und dementsprechend kann man da jetzt nicht einfach so, sage ich mal, ja, mit Lösungen von ITN aufwarten, weil das einfach Bundesrecht ist. Genau. Das sind die Besonderheiten oder jetzt auch in aller Kürze zusammengefasst, warum wir hier eben abweichende IT-Lösungen haben. Genau, dann sind wir am Ende. Also hier die Lernkontrolle 11. Und ich habe Ihnen ja jetzt gesagt, was Sie sich bitte alles nochmal anschauen sollen für das letzte Video. Also, begonnen hatte ich mit dem Public Corporate Governance Musterkodex. Den sollen Sie sich anschauen, bitte. Dann haben wir im Weiteren die Lernkontrolle 10 danach gehabt. Wir haben dann im Weiteren hier vor kurzem, so, gehen wir mal zurück, hier diesen Beitrag gehabt, leistungsfähige Verwaltung. Das sich bitte auch anschauen. Und zu guter Letzt eben die Lernkontrolle 11. Und dann, das kläre ich alles noch auf beim nächsten Mal, sind wir auch schon durch und dann machen wir noch einen Termin für eine Online-Sitzung, wo wir uns nochmal, wo Sie Fragen stellen können, wo ich nochmal alles durchgehe und wo Sie dann auch sich nochmal auf die Klausur vorbereiten können. Genau. Also, ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund, bis dahin, ciao, ciao.